Komm mal, nee, geht nicht. Da wollen wir ja was bauen, ich weiß ja nicht. Ich finde die auf jeden Fall sehr geil, die Biome. Kann man theoretisch auch was mitnehmen, aber braucht man eigentlich nicht unbedingt. Gehen wir jetzt erstmal nur auf Erkundungstour. Gibt's ja eigentlich Höhlen in dem Biom? Ich habe ja noch nie eine Höhle gesehen, so. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist wieder bei der Wüste. Da wird dann der Hardnet, genau, hier wird der Hardnet Clay drunter generiert, wie in der Wüste der Sandstein. Und da sind die ganzen Höhlen dann verdeckt. So, kommt da noch was anderes? Ach, guck mal hier, die Sonne, die sieht ja geil aus. Da kommt was anderes. Das hier erinnert mich so ein bisschen an das Minecraft, wo die Sonne noch anders war oder besser. Das ist ja heute auch alles nicht mehr. Das ist ja heute in dem Minecraft Texture Pack, das wird ja nicht mal geupdatet. Und wenn das dann konvertiert ist, dann ist die Sonne nicht mehr, da ist sie nur noch so eckig. Und früher war die eben so rund. Nur mal so am Rande. Hier könnte ich noch mal ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen, oder? Ich glaube, Zuckerrohr habe ich noch nicht. Komm, das nehme ich ja mit. Weil hier gibt es so viel davon. Och, Kies. Ach, ihr wollt den Zuckerrohr auf dem Kies wachsen? Das ist ja interessant. Weil da gerade so viel rumlag. Mehr als ich abgebaut habe. So, da können wir... Oh, 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 was ist denn das hier? Sag mal, wie viel Kies liegt denn hier? Das ist ja auch noch nicht. Können wir uns ja mal ein paar Flints abbauen hier. So, da hinten geht's weiter mit dem Mesa-Biom. Die Spinnen haben auch nicht so eine Textur, gell? Doch. Hoffentlich kann ich noch alles tragen gleich. Ich gehe den mal hier aus dem Weg, damit ich hier nicht mein Inventar zumülle. Soll ich die Hühner mal mitnehmen? Wieso spawnen eigentlich hier drauf Hühner? Mensch, wie oft hatten wir hier Hunger? So, du stirbst. Haben wir noch irgendwo Pfeile? Ne, ich konnte alles einsammeln, ne? Na, wo sind... Ach, da. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich will ja keine Baby-Zombies. Na, auch Creeper will ich nicht unbedingt sehen. Ach, was ist denn das? Das schwebt. Huch, eine Hexe. Nein, nicht mit Tränken nach mir werfen. Mann. Gibt's doch nicht. Ich würde die Hexe schon gern platt machen, aber nicht mit Creeper daneben. Ich weiß nicht, ob uns diese Gegend hier so viel Freude bereiten wird. So. Hier hoch.
Ist mir jetzt egal, ob ich das nicht mitnehmen kann. Weil er gibt so viel von den Blöcken. So. Mensch, hat schon wieder Hunger hier. Das gibt's doch nicht. Mensch, schießt mir nicht zurück. Hallo. Ach, wann ist er denn endlich mal oben hier, ha? Natürlich, natürlich. Zombies gleich wieder. Sag mal, wie viele? Ich hasse euch. Ich hasse diese Baby-Zombies so sehr, ey. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht mal die richtige Musik, oder? Ach, das Essen. Ich glaube, ich schalte mal kurz die Musik um. So, jetzt wieder ein bisschen spannender hier. So. Nicht mich töten, nicht... Mensch, ich werde wohl gegen drei Spinnen ankommen, das ist doch gar nicht. Ja, ich gehe ja schon weg. So, da vorne haben wir so ein kleine, so ein Bergding, da, ach, was rede ich denn nur? So eine kleine, wie so eine Oase oder so. Was weiß ich. Ja, komm, ich töte euch. Wenn ihr unbedingt sterben wollt. Mal her. Na komm, ich guck dich doch an. Jetzt. Oh, wie laut. Wie laut, hallo. Mann, das Geräusch müsst ihr mal entfernen. In einem Ressource-Pack könnte ich das ja mal machen. Ja, bekämpft euch gegenseitig, ihr Dummen. Damals so ein verdorrten Wald oder so, das gehört jetzt auch zu dem Biom dazu. Hier haben wir diese Erde, die nicht bewachsen kann mit Gras. Und das nicht zu verwechseln mit Potzol. Potzol kommt nämlich in diesen Megateiger vor. Und da kann man nämlich jetzt auch Pilze drauf pflanzen, genauso wie auf Mütze. Da ist man nicht immer auf Mütze angewiesen, weil das jetzt ultra selten ist. Eine Enderperle, ja, was schmeiße ich denn dafür weg? Ich glaube mal die Kakteen hier. Oh, die tue ich mal hier in, ins Inventar, damit ich nicht aus Versehen drauf wechsle und dann hier alles zu Perle. Weil vielleicht wollen wir auch noch mal ins Ende gehen, ich weiß es ja nicht. So. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hinziehen soll, weil ich... Ach, ich weiß nicht, soll ich hier im Mesa wohnen? Hier gibt's auch keine Sachen. Also Höhlen und sowas gibt's hier nicht. Und in umliegende Biome gibt's auch nicht so viele. Habe ich eigentlich noch ein Ersatzschwert? Hallo, schon wieder so viele Viecher hier. Liegt hier noch was? Außer Fleisch. Hallo, könnt ihr mal aufhören, mich hier zu verfolgen? Ey, mit den Milliarden Zombies immer. Das verrottete Fleisch sammle ich gar nicht mehr ein, ey, das braucht doch kein Schwein. Habe ich ja letztens schon mal weggeworfen, ein Steak oder so.
Und dich braucht auch kein Schwein, du kleines... Mann, ey, das... Natürlich habe ich keinen Ersatzschwert mehr dabei. Ja, dich ignoriere ich jetzt ganz ganz geschickt. Das ist jetzt auch nicht, weil ich Schiss habe vor denen, sondern einfach nur, weil sie nerven. Und das ist schon ein kleiner Unterschied. So, und schnell weiter geht's hier. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Was ist das hier eigentlich für eine Paradenmusik? Machen wir mal weiter hier. Jetzt kommt hier gleich noch der Zirkus an. Das ist jetzt mal ein bisschen was Ruhigeres. Das heißt, warte mal. Es kommt immer so spät hier. Das muss ich auch mal umändern. Unanswered questions. Also unbeantwortete Fragen. So. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Von dem Mesa-Biom weg, weil Mesa ist zwar ganz geil, aber da kann man nicht so richtig wohnen. Da gibt's nicht, da gibt's keine NPC-Dörfer, es ist auch nicht in der Nähe, weil es ist ja jetzt so, es wird immer nach Klimazonen gerechnet, also neben Mesa-Biomen werden keine Schneebiome oder so erscheinen und deswegen, da ist einfach nichts in der Nähe, das ist einfach nur so ein Mesa-Biom im Ozean. Wir können vielleicht mal, es ist gut zu wissen, dass da eins ist, wir können vielleicht mal dahin zurückkehren, aber es ist nicht für die, lange Zeit. Also nicht für... Ach, weißt schon, was ich meine, komm. In das Extremheads-Biome hätte ich auch ziehen können. Ach, guck mal, wie tief das da ist. Und da ist jetzt auch alles voller Kies, der ganze Ozean hier. In das Extremheads-Biome hätte ich auch ziehen können, aber ist auch nicht so pralle, weil Extremheads ist ja so... Da kommst du auch nicht voran, weißt du, das ist 100 Meter hohe Berge und eine... Naja, kann es nicht so richtig wohnen. Hier geht es übrigens auch schon wieder weiter. Da ist ein Enderman. Er hat sich gerade, glaube ich, aus einer Höhle hoch teleportiert. Ah, das ist jetzt, glaube ich, nur winzig. So, was ist das? Eine kleine Insel. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Insel. Die war nämlich vorher auch anders. Das kann ich jetzt gleich mal zeigen. Ich sollte jetzt schon mal aufhören mit fahren. Na, 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 na. Ach so, geht ja nicht mehr. Wo ist es hin? Wieso droppt das? Ach du Scheiße, wie schwarz ist das denn hier? Ah, ich sehe nichts. Wo ist es hin? Ach komm, komm. Ehe ich ja noch ertrinke. Erstmal beim Hochschwimmen was verschlankern. Warte mal, na. Wo ist es denn? Das sieht man ja auch gar nicht mehr, weil es schon 16 Blöcke oder so entfernt ist.